Live aus Salzburg ist uns jetzt Landeshauptmann Wilfried Haslauer zugeschaltet, derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. Guten Abend, Herr Landeshauptmann. Schönen guten Abend aus Salzburg. Herr Landeshauptmann, die Lage ist ernst. Es sind offenbar harte Maßnahmen nötig. Wenn das so ist, müsste man dann nicht wie Deutschland sofort handeln? Kann man da wirklich noch eine Woche warten? Das ist immer eine Gratwanderung, wie stark die Maßnahmen gesetzt werden und was man der Bevölkerung alles zumuten möchte. Die Bundesregierung hat sich meines Erachtens zutreffend dafür entschieden, dass in diese Weihnachtstage hinein noch eine gewisse Möglichkeit besteht, miteinander in würdevoller Weise das Weihnachtsfest zu begehen, auch für die Lieben noch Geschenke einzukaufen. Und dann geht es gleich danach in einen harten Lockdown, der doch über 3 bzw. 4 Wochen angesetzt ist. Wenn 11 Tage nach dem Ende des letzten harten Lockdowns gleich der nächste angekündigt wird, war die Öffnung in der vergangenen Woche dann nicht zu früh? Das kann man so nicht sagen. Die Zahlen sind einfach nicht so stark zurückgegangen, auch im Nachklang des letzten harten Lockdowns, wie das zu erwarten gewesen ist. Und es ist halt einfach eine Pendelbewegung mit dieser Pandemie. Die Zahlen gehen dann wieder sehr schnell hinauf oder nicht in der Geschwindigkeit runter, wie man gedacht hat. Und das ist jetzt die Entscheidung und die nehmen wir zur Kenntnis und tragen sie von Seiten der Länder auch mit. Ihr Kollege aus dem Burgenland, Hans-Peter Doskozil, war für einen harten Lockdown. Er hat die Öffnung vergangene Woche als einen Kniefall vor der Wirtschaft für das Weihnachtsgeschäft bezeichnet. Es würde mich wirklich wundern, wenn Sie das ähnlich sehen würde. Aber was war diese Entscheidung dann für Sie? War das ein Irrtum? War das ein Versuch, der gescheitert ist? Nein, das sehe ich nicht so. Es ist der Versuch, auch ein gewisses Leben zuzulassen. Da geht es gar nicht so sehr um die Wirtschaft, da geht es um die Menschen in unserem Land, die vor Weihnachten auch das Bedürfnis haben, Geschenke einzukaufen und das Weihnachtsfest zu begehen. Und diese Möglichkeit wurde eingeräumt. Das sind jetzt 2 Wochen und danach geht es wieder in strengere Verhältnisse hinein. Aber sind Sie der Meinung, dass das sozusagen vorprogrammiert war? War das eh schon eingepreist, dass man jetzt kurz mal öffnet vor Weihnachten und dass man dann wohl wieder schließen muss? Ich glaube nicht, dass das eingepreist wäre, aber das müssen Sie die Bundesregierung fragen. Faktum ist, dass in ganz Europa die Zahlen sich dann anders entwickelt haben. Faktum ist, dass Deutschland dann sehr, sehr schnell eine sehr scharfe Maßnahme verfügt hat und wir sind jetzt nachgezogen, aber eben nach Weihnachten. Die Frage, ob Skilifte geöffnet werden, war eine, die viele im Land offenbar sehr stark bewegt hat. Die wurde heute von der Bundesregierung zur Ländersache erklärt. Sie haben sich für die Öffnung der Lifte eingesetzt. Kann ich daraus ableiten, dass mit 24. Dezember die Skilifte in Salzburg öffnen werden? Ja, ich muss leicht korrigieren. Die Bundesregierung ermöglicht die Öffnung der Skilifte unter Rahmenbedingungen. Und die Länder können noch weitere Bedingungen dazufügen. Wir haben uns verstanden zwischen den Ländern, dass wir hier eine einheitliche Regelung von Länderseite treffen werden. So wird es zum Beispiel keine Hüttenausspeisung, auch kein Takeaway geben. Wir wollen jede Form auch nur des Ansatzes eines Partygeschehens auf den Hütten vermeiden. Und ich denke, wir kommen da einem wirklich dringenden Bedürfnis unserer Einheimischen entgegen, die Bewegung machen wollen, die in die Berge wollen, die Skifahren gehen wollen. Bei uns in den westlichen Bundesländern ist das gehört wirklich einfach dazu. Und ich möchte mich auch bei der Seilbahnwirtschaft, bei jenen Unternehmen bedanken, die in dieser schwierigen Zeit da sind für unsere Einheimischen. Die Bewegung von oben nach unten sozusagen, die ist klar, nur die von unten nach oben, die ist weniger klar. Ich habe vor der Sendung mit einem Virologen gesprochen und der hat gesagt, keine 10 Pferde würden mich derzeit in eine Gondel bringen. Wird man Sie ab dem 24. Dezember in einer Gondel sehen? Haben Sie keine Vorbehalte, keine Angst, keine Sorge? Na, mit Sicherheit ist das, für mich ist das unproblematisch. Das ist wesentlich unproblematischer, als zum Beispiel in einer U-Bahn zu fahren. Erstens dürfen nur die Hälfte der Plätze besetzt werden. Zweitens muss eine Maske getragen werden. Und die Fahrt ist ja relativ kurz. Das sind 7 Minuten durchschnittlich, bis man oben ist. Und auf den Sesselliften gibt es sowieso kein Problem, weil man da in frischer Luft ist. Und auch die dürfen nur zur Hälfte besetzt sein.
Also ich sehe das wirklich unproblematisch und jetzt auch mit der Ansage und dem Commitment, dass es keine Hüttenbewirtschaftung gibt, glaube ich, kann man das durchaus vertreten und ist mit ein Teil dazu, dass den Menschen, die ja überwiegend im Urlaub sind, die arbeiten ja auch nicht, ein Freizeitangebot gemacht wird, das auch virologisch vertretbar erscheint. In der U-Bahn fahre ich persönlich zumindest selten aus Spaß. Skifahren ist schon eher Spaß. Jetzt hat es geheißen, Mund-Nasen-Schutz soll getragen werden. Wenn es eng wird, es soll Abstand gehalten werden. Wer aber soll das exekutieren? Welches Personal steht bei den Liften zur Verfügung, die nachschauen, ob das wirklich passiert? Die Seilbahnunternehmen haben im Sommer schon sehr gut gezeigt, dass sie mit den Vorgaben gut umgehen können. Sie haben selbst das höchste Interesse, dass nichts passiert. Und eines dürfen Sie nicht vergessen, es ist ja nur ein Bruchteil der Personenkapazität unterwegs. Die Kapazitäten bei uns sind ja auf wesentlich mehr Gäste ausgelegt. Und ich rechne damit, dass vielleicht 10, maximal 15% der üblichen Gästeschar dann die Seilbahnen frequentieren wird. Es ist ein Angebot für unsere einheimische Bevölkerung. Wenn Sie Schülerinnen und Schüler aus Ihrem Bundesland, aus Salzburg, aber auch von sonst irgendwo fragen, warum darf ich eigentlich in eine Gondel, aber nicht in meine Schulklasse, was antworten Sie denn dann? Es ist ein Unterschied, wenn 4 Personen in einer 8er-Gondel 7 Minuten sitzen, als wenn 25 Kinder 4 oder 5 Stunden in einem Raum zusammen sind. Ich glaube, das beantwortet sich von selbst. Gut, dann schauen wir auf die Seilbahnen. Da sind deutlich mehr Menschen drin. Ich habe es jetzt nicht verstanden. In Seilbahnen zum Beispiel sind deutlich mehr Menschen als 6 oder 8 drinnen. Wie schaut es da aus? Na, der übliche Standard der Seilbahnen liegt bei Gondeln mit 8 bis 12 Personen. Es gibt eigentlich relativ wenige Großraumgondeln und diese Großraumgondeln dürfen auch nur zur Hälfte besetzt sein, sind nur eine kurze Zeit unterwegs und die Menschen tragen Handschuhe, Schutzbekleidung, also Skibekleidung, haben Helme auf, haben Brillen auf und tragen den Mund-Nasen-Schutz. Ich glaube, das ist vertretbar. Es geht natürlich bei dieser Frage mir jetzt um die Prioritätensetzung. Die Schülerinnen und Schüler sind zum Teil fast ein Jahr schon in einem absoluten Ausnahmezustand. Und dieser Ausnahmezustand, der wird prolongiert. Man weiß nicht, wie lange, aber jedenfalls so lange, dass der Bildungsexperte Salcher in der ZIB 1 vorgeschlagen hat, die Sommerferien zu verkürzen, um all die Defizite, die sich bei aller Anstrengung von Lehrerinnen und Lehrern, von Schülerinnen und Schülern, von Eltern, von allen Beteiligten angehäuft haben, um die abzupuffern. Wären Sie für so eine Lösung zu haben? Jetzt ist mal vorgesehen, dass Distance Learning bis 15. Jänner kommt. Ich hoffe, dass es dann nicht mehr notwendig sein wird. Wir haben jetzt die Chance, die Zahlen so runterzubringen, das möchte ich nochmal sagen, dass wir wieder in eine gewisse Normalität, auch in Kombination mit Testen, in Kombination mit Impfmöglichkeiten hineinkommen, dass es dann auch Semesterferien, Osterferien geben kann. Und was die Schulen betrifft, hoffe ich sehr, dass dann Distance Learning nicht mehr erforderlich sein wird. Wir haben heute das Thema auch besprochen, der Verkürzung der Sommerferien. Ich glaube, da braucht es noch einige Expertise aus dem Bildungsministerium, das einzuholen ist. Darüber wird derzeit noch diskutiert. Aber es wäre eine Möglichkeit. Ich richte mich da nach den Experten des Bildungsministeriums. Dort muss man das diskutieren, muss sich anschauen, was sind die Vorteile und Nachteile und dann kann man eine Entscheidung treffen. Die Bundesregierung hat für 16. und 17. Jänner die Möglichkeit des Freitestens angekündigt. Das sind also Massentests mit Konsequenzen. Wer hingeht, wer negativ ist, der darf zum Beispiel in Geschäfte, der darf zu Veranstaltungen gehen. Wer das nicht macht, der muss noch eine weitere Woche im Lockdown bleiben. Können Sie sich ein ähnliches Modell beim Impfen vorstellen? Man weiß, Sie sind gegen eine Impfpflicht, aber können Sie sich vorstellen, dass man sozusagen Erleichterungen bekommt, wenn man impfen geht? Nein, ich habe immer gesagt, ich bin gegen eine Impfpflicht, auch gegen eine indirekte Impfpflicht. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass zum Beispiel Fluglinien wie die australische Fluglinie sagt, wir nehmen nur geimpfte Passagiere mit. Das ist dann eine private Entscheidung. Aber ich denke, von staatlicher Seite sollte hier weder eine direkte noch eine indirekte Impfpflicht verordnet werden. Also keine Koppelung? Ausgeschlossen für Sie? Keine Koppelung. Herr Landeshauptmann, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Guten Abend nach Salzburg. Bitte gerne. Schönen Abend.